Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Dragon Age Inquisition. Wir starten direkt mal, weil das dauert hier im Moment. Ja, das Spiel ist heute angekommen. Wir haben jetzt momentan den 20. November. Es ist jetzt momentan 0 Uhr 5. Um 0 Uhr wird zur Verfügung gestellt. Hat extra gewartet, um das Spiel spielen zu können jetzt direkt. Ah, scheiß Fliege. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ich versuche mich immer super drauf vorzubereiten auf neue Aufnahme und dann vergesse ich irgendwie die Hälfte, was ich sagen wollte. Also, ja, Spiel ist ganz neu, heute rausgekommen, vor 5 Minuten. Wir zocken das jetzt direkt. Ja, das ist jetzt, wie mir eingefallen ist, das erste richtige RPG auf unserem Kanal. Deswegen, ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Also bis jetzt hat das Spiel ganz gute Bewertungen bekommen. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das Spiel an sich richtig gut wird. Was wir jetzt so als neue Regel für uns gemacht haben auf dem Kanal, wenn wir jetzt so ein neues Let's Play machen, wir machen jetzt so eine 5-Video-Regel. Bedeutet, wir nehmen erstmal 5 Folgen auf, laden die hoch und veröffentlichen die halt. Und je nachdem, wie es halt ankommt, entscheiden wir dann, wie das Projekt weitergeht. Ob es sich halt lohnt, weil wenn jetzt, wir sind halt kein großer Kanal, ja? Wir sind jetzt, momentan Stand jetzt sind 74 Abonnenten. Und dementsprechend gucken da vielleicht 10, 20 Leute aktiv irgendwie mit, so in letzter Zeit. Ja? Wenn das weiter der Fall ist, wenn wir so 10, 20 Aufrufe pro Folge haben, dann machen wir weiter, dann habe ich Spaß daran. Aber wenn jetzt so wie bei Borderlands zum Beispiel, jetzt letztens, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut mit der Musik, also bei mir ist es ganz schön laut, so wie bei Borderlands, da waren jetzt nur 2, 3, 4 Aufrufe pro Folge, weißt du, da lohnt sich das nicht. Also für mich lohnt sich das dann nicht zu machen. Für die zwei Leute, die es dann gucken, tut es mir leid. Aber so ist das leider. Deswegen, also wenn ihr wollt, wenn euch das dann gefällt, was hier gleich passieren wird, dann unterstützt es bitte, indem ihr einfach einen Daumen nach oben gebt, kommentiert, wie es gefallen hat, Verbesserungsvorschläge, keine Ahnung was, wie euch das Spiel gefällt, wenn ihr es selber spielt. Und ja. Also das ist halt, was wir auch zukünftig bei Projekten machen werden, halt diese 5-Video-Regel. Wir machen 5 Folgen, schauen, wie es ankommt, machen wir weiter oder nicht. Ganz einfach. So, Einstellungen. Ich weiß nicht, manche zeigen das immer bei Let's Plays, bei ihrem Spielen. Ich habe hier Full HD-Auflösung, habe alles auf Ultra, also höchstmögliche Einstellung. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt mit der Aufnahme klappt. Ich habe noch nichts getestet oder sonst irgendwas. Deswegen weiß ich noch nicht, wie viel FPS ich letztendlich haben werde. Aber wir gehen direkt rein. Oh, ich dachte, es geht direkt los. Okay, Charaktererstellung. Okay. Also kein Intro diesmal. Okay, was haben wir hier zur Auswahl? Wir haben Menschen, wir haben Elfen, wir haben Zwerge, wir haben Kunari. Ja, ich habe übrigens auch die anderen Dragon Age Teile gespielt, also 1 und 2. Also Dragon Age Origins war der erste. Und Dragon Age 2. Ist jetzt allerdings schon ewig her, dass ich es gespielt habe, weil Dragon Age 2 kam. Wann kam das raus? Ich habe meine Hausaufgabe. Ich glaube 2011. 2011 oder 2012. Und da habe ich das gespielt und seitdem habe ich nie wieder was mit Dragon Age zu tun gehabt. Also, ich muss mich da jetzt erstmal wieder in die ganze Story und alles reinfinden. Männlich-weiblich. Für gewöhnlich spiele ich immer gerne weibliche Charaktere. Verbindung abgebrochen. Ach ja. Schön. Ja, jetzt sollen wahrscheinlich super viele Menschen das spielen hier und deswegen kacken natürlich direkt wieder die Server ab. Das kennen wir ja schon von SimCity und Sims 4 und keine Ahnung was. Tut mir leid, wenn ich nebenbei was trinke, ich muss mich hier irgendwie wach halten. 0 Uhr. Mensch, die Menschen sind das zahlenmäßig größte, mächtigste Volk in Tedas. Tedas, genau, so hieß die Welt. Tedas und Ferelden gibt es da auch noch, oder? Da habe ich noch irgendwie so einen Namen im Kopf. Die Menschen sind das zahlenmäßig größte, mächtigste Volk in Tedas. Sie sind außerdem mehr als alle anderen politisch gespalten. Ja, aber Menschen wollen wir nur spielen. Menschen sind langweilig. Die in ihrem schlanken Körperbau, spitzen Ohren, Geschichte Unterdrückung, während sich die meisten menschliche Städte. Elfen haben im Bundes von 50% Verteidigung. Okay. Also, Elf ist halt typischer Fernkämpfer. So, Zwerg ist wahrscheinlich so ein kleiner Tank. Auf Verteidigung gegen Magie. Dann haben hier noch Kunari. Das sind halt diese komischen Hörnerviecher. Gehörnter Riesen, ja. Strengrüge sind Nähe, bla bla bla. Von letzten Grundsätzen. Puh, ich weiß nicht. Also Mensch ist ja langweilig, das wollen wir nicht. Ein Zwerg. Keine Ahnung. Zwerg. Kunari. Elfen.
Hilfe, ja. Das sind so die drei typischen Sachen, die man immer hat, nicht? Was sind das? Das sind Völker, die eine. Zeichnen wollen. Was sind das für welche? Sind irgendwie Nahkämpfer? Sind das Fernkämpfer? Sind Magier? Ich würde. Ah, ne, ich glaube. Bei Dragon Age ist es, glaube ich, so: Du musst erstmal die Rasse auswählen und dann entscheidest du dich, was du für eine Spezifizierung hast. Also Zauberer, Nahkämpfer oder sonst was. Also, ich glaube, beim letzten Mal habe ich einen Menschen genommen. Bei Dragon Age 2. Dragon Age 2. Problem ist halt, ich habe Dragon Age 2 damals auf dem Mac gespielt noch. Und deswegen konnte ich meinen Charakter hier nicht importieren. Ich glaube, ich nehme mal die Kunari. Die sagen mir so überhaupt nichts. So, Schurken sind Kämpfer, die sich. Also, was haben wir hier? Schurken. Ne, zwei Waffen. Achso, zwei Waffen, Bogenschützen, Zweihandwaffe, Waffe und Schild, Magier. Also, am liebsten bin ich immer ein Magier. Oder Magierin, beziehungsweise. Kanalisieren, magische Energie in Zaune. Außerdem weiß ich auch noch nicht, wie ich das Ganze hier schneiden möchte und so weiter. Ob ich gewisse Stellen. Weil das Spiel an sich, wenn jetzt das Projekt von euch angenommen wird und das weiter fortgeführt wird über die 5 Folgen hinaus, das Spiel soll insgesamt 200 Stunden Spielspaß bieten. Ja, das sind einige Folgen, wenn man eins und eins zusammenzählt. Bogenschütze. Und deswegen werde ich wahrscheinlich im Let's Play, wenn überhaupt, nur die Hauptquest machen. Und dann nebenbei und dann vielleicht noch ein paar langweilige Stellen rausschneiden. Schurken sind Kämpfer, die sich. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Mensch. Weil das ist jetzt. Du wählst hier Charakter aus, den du jetzt die nächsten rund 200 Stunden lang spielen wirst. Ja, also. Soll ich die Standardrule nehmen oder nehme ich mal was? Bogenschütze, zwei Waffen. Zwei Waffen ist auch doof. Zwei Waffen ist auch irgendwie scheiße. Ach komm, Magier. Scheiß drauf. So, und was ist jetzt noch? Entspannt. Für Spieler. Schwer. Albtraum. Ja, normal. Komm. Oh Gott, was ist was? Achso, das bin ich jetzt. Die Kornari. Das hatten wir schon. Okay, also das ist jetzt die Summe von dem, was ich ausgewählt habe, oder was? Okay. Ziegenkopf. Aha. Klickübersicht. Okay, auswählen. Ja, bestätigen. Okay. Das sollen wir sein, oder was? Oh! Stimmt, da war ja noch was. Aussehen anpassen. Okay. So, Kopf 1, 2, 3 oder 4. Ja. Ob sie richtig stehen, sehen sie, wenn das Licht angeht. Die sehen alle scheiße aus. Kann ich nochmal was anderes wählen? Oh Mann. Die sehen ja hässlich aus. Was ist das denn? Okay. Also haben wir hier die Wahl der Qual, ja. Also das sieht ja noch am ehesten was aus. Teststimme. Solange wir Erfolg haben, ist mir alles andere egal. Ah, die Stimme kennen wir doch. Anpassen, auswählen. Also, oh Gott, jetzt kann man hier wieder Gas geben. Allgemein, Gesichtsform. Aha. Das sind doch die gerade von eben, ne? Hautfarbe. Detail. Das ist halt die Frage, worauf wollen wir abzielen? Oh, der Teint. Oh. Ach, guck mal, Sommersprossen. Ja, ich glaube, ganz so alt wollen wir nicht aussehen. Ich glaube, wir lassen das standardmäßig Augenfarbe. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Das ist hier so ein typisches Konsolenmenü. Hörner. Ah, wir können andere Hörner nehmen. Oh, cool. Also können wir uns entscheiden, ob wir wie der Teufel aussehen wollen oder nicht ganz so wie der Teufel. Wo sind die Hörner hin? Na gut, dann hätten wir den Charakter nicht. Wir müssen, wenn wir keine Hörner haben. Okay. Gefeilt und. Okay. Hörner, okay. Nee. Der sieht mir aus wie Loki. Was ist das? Geringelte. Okay. Also die wären cool. Nee, das sieht auch doof aus. Das sieht.
Das sieht alles scheiße aus, gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich nochmal was anderes auswählen? Und diese Bildschirm verlässt den Sender hier. Zurück. Ja. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will nicht den Teufel spielen. Ja, Entschuldigung dafür. Ich weiß nicht. Gut, alles klar. Also die nehmen wir schon mal nicht. Zwerg, Elf, Mensch. Elf. Ja komm, scheiß drauf, wir nehmen Menschen. Fertig. Den letzten Mal haben wir auch einen Mensch gespielt, dann spielen wir jetzt auch einen Menschen. So, normal. Alles klar, auswählen. Standard, Weltlage, was? Melde dich an, Besucher. Ja, die Scheißverbindung wurde ja nicht hergestellt. So, Versuch Nummer 3. Ja, das sieht an einer Frau aus. Alles klärchen. Gut, das ist doch schon mal mit was wir arbeiten können. Ich meine, Evelyn hört sich ja eigentlich... Evelyn. Ja, warum nicht? Why not? Wenn es das Spiel jetzt sagt, dann machen wir das. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Ja, das ist ja schrecklich. Alle sind tot? Was meint ihr damit? Erklärt mir das! Das kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen sie, Cassandra. Cassandra? Ist das nicht die aus dem zweiten Teil? Ich bin verwirrt. Ich verstehe das alles nicht. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Nein. Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt. Und dann war da eine Frau. Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde sie zum Riss bringen.
hört sich gar nicht gut an. Was ist geschehen? Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Ich glaube, ich muss mal an den Grafikeinstellungen schrauben, weil ich komme nicht über 30 FPS momentan. Ich frage mich nur, ob das beabsichtigt ist. Es ruckelt halt auch leicht, wie man sieht. Das nervt mich ein bisschen. Oh. Da ist er putt gegangen. Das ist die Bresche. Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande? Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten, aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, der Gutmensch, der wir sind, nee. Wenn ich kann, werde ich helfen. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für Sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst, so wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Oh, was geht jetzt? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. Okay, jetzt sieht's besser aus mit den FPS-Zahlen. Also, die haben es anscheinend inzwischen, sie können es irgendwie ein bisschen gedrosselt, weil da komme ich nicht über 29 FPS hinaus. Aber jetzt habe ich geschmeidige 60 FPS. So, wir laufen mal ein bisschen durch die Gegend. Erstmal mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. So. Des Himmelstoren. Begib dich mit Cassandra zum Riss. Ich will ja eigentlich nicht dichter rangehen. Verwende WASD, um dich zu bewegen. Q und E, um Seitwärtsschritte. Alles klar. Ist hier noch dieser Pausenmodus mit Leertaste? Ne, mit Leertaste springen. Okay. Okay, damit muss ich... Das wird ein bisschen komisch sein. Okay. Um dich umzusehen, kannst du außerdem gedrückt halten. Maus bewegen, wenn du dich mit der Maus umsiehst. Okay, mit A und D kannst du seitlich bewegen. Boah. Alles klärchen, Popärchen. Müssen wir noch was machen? Kann man hier Third Person oder so machen? Nee. Ging das beim letzten Mal überhaupt? Keine Ahnung. Wurscht. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Müssen wir mit Cassandra zum Riss bewegen. Müssen wir... Kann man hier was machen? Das Tor. Wir gehen ja, Sesam, öffne dich. Zeig dir dein Questziel an. Ach, hier. Alles klar, wir wollen zum Riss. Ja, das ist ja offensichtlich, dass wir da hin müssen, nicht? Moment. Also, mir, die Grafik gefällt mir auf jeden Fall. Also, wenn man mal da so ein bisschen in den Hintergrund schaut, ist alles noch sehr genau. Erinnere mich gerade so ein bisschen an Skyrim alles. Alle Menschen sind das Werk des mit der Steuerung. Beim zweiten Teil hatte ich auch ein paar Probleme mit der Steuerung, mich da ein bisschen zurechtzufinden. Was labert er hier? So ein Wanderprediger. Nee, danke. Ich bin schon oft genug von Zeugen Jehovas gequält, da muss ich mir das nicht auch noch antun. So. Gib dich zum Riss. Oh, was ist. Huh, was hab ich jetzt gemacht? Ich hab irgendwas. Oh. Am Steuerung macht man den Pausenmodus, ne? Ja, was ist mit denen hier los? Oh, da kommt was. Freund oder Feind? Anscheinend Freunde, ansonsten hätte ich bestimmt schon längst. Wolltest du sagen, jemand?
Ne, okay. Also wir sollen einfach zum Riss laufen. Kann ich sprinten? Ne. Probier mal gerne mal ein paar Tasten aus. Das ist das Journal, Tagebuch. Okay, Inventar. Inventar, ne. K, L, U, Z, V, P, Y. Das war die Map. Okay. Ja, Zauber haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Waffe oder sonst was. Hauptsache erstmal hier zum gefährlichsten Ort in der Welt gehen momentan. Wow. Oh, oh, oh. Was ist los? Die Abstände werden kürzer. Okay. Nicht, dass wir schwanger sind oder so. Die Abstände werden kürzer zwischen den Wehen. Und mehr Risse bedeuten auch mit dem Boden, mit dem wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Ah, das alles, ist das Leuchtwesen. Was tiefer im Tal lag, wurde zerstört. Darunter auch der Tempel der heiligen Asche. Aber ich denke, ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Wow! Holy shit! Pause! Oh! Darauf war ich vorbereitet. Ist das jetzt ein Dämon? Ja. Bleibt hinter mir! Gerne. Das sage ich nicht nein. Zauberstab! Das ist ein Zufall. Alles gleich. So, dann kommen wir direkt mal das Kampfsystem. Und drücke R oder Dings, um anzugreifen. Schließen. Aber ich kann hier erstmal fett im Pausenmodus gehen. Weil das ist dieses Hauptaspekt. In Dragon Age, wer es halt noch nicht kennt, man kann halt diese, wenn man in so einen Kampf geht, kann man das halt pausieren. Und dann halt taktisch vorgehen. Manchmal hat man halt noch Gefährten. Und denen kann man halt Befehle geben, wen die angreifen sollen, ob die sich verschanzen sollen und so. Pipapo. Aber wir wollen jetzt den hier angreifen, deswegen. Ja, komm. Komm, Mädel. Zeig mal, was du drauf hast. Jawoll. Ins Gesicht. Ja, mach doch mal was. Irgendwas Spezielles drücken. Doch links. Okay. Wir pfeffern mal einfach alle draus. Boots, Junge. Auf den Kopf. Zack. Kein Problem. Jo, du hast ja ein bisschen Blut auf dem Schürze, Mädchen. Okay. Weg mit der Waffe. Los. Alter, ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Ihr müsst mir vertrauen. Wenn ihr mich durch ein Tal voller Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Siehste? Da kannst du nicht nein sagen. Ihr braucht zwar keinen Stab, aber ihr solltet dennoch einen haben. Ich kann euch nicht beschützen. Das ist aber gut zu erfahren, dass du uns nicht beschützen kannst. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Das liebe ich so an. Gerade am BioWare auch so. Und diesen. Nein, nein, Mädel, beruhig dich. Nehmt diese Tränke. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Was für Tränke? Oh, wo Gott, sind diese Steuerung. Ganzen Soldaten? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind im Moment auf uns allein gestellt. Man rutscht hier sogar so ein bisschen, oder? Nee. War nur Einbildung. Okay. Ist der Nutzer zu bluten oder so vielleicht? Nein, Mädel, komm! Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt mit linker Maustaste, dass man da sofort angreift. Nein! Oh Mann! Ich bin eigentlich gewohnt, mit links die Kamera zu bewegen. Ach, hier plündern. Komm. Rechtsklick. Okay. So, was haben wir da? Wir haben eine Schreiberkapuze der Templer. Templer-Sachen wollen wir nicht haben, das sind Magier. Aber wir nehmen es mal mit, genug und verkaufen. So. Weil die Templer und Magier, die liegen hier so ein bisschen im Clinch. So viel zum Hintergrund. So. Bin mal gespannt, weil Dragon Age 2 war so ein bisschen. Fähigkeiten. Verwenden Mana im Ausdauer, um kampfmächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Jawohl. Okay. Erstmal die Lage checken. So, da unten haben wir. Niederer Schatten. Niederer Schatten. Okay. Was haben wir überhaupt für einen Kettenblitz und ein Blitzfeuer? So. Wie können wir den anwenden? Okay, also nächste Fähigkeit. Drücke Tabulator. Ah, das sind die Ziele. Okay. Vorsicht. Guck, machst du das? Jawohl. Wenn wir sie markieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Wenn wir was machen? Ich hab's nicht verstanden.
Guck mal. Das sind ja Fernkämpfer, ne? Hui! Ich kann springen! Ich kann springen, ich kann tanzen. Ich kann ja die Fresse polieren. So, hier nochmal ein Kettenblitz. So. Kein Problem. Und hier nochmal die zwei. Jawohl. Wo ist die andere eigentlich? Ach, da ist sie. Ja, hier weiter angreifen, Mädel. Und zack. Kein Problem. So, wir haben ein bisschen EP bekommen, das ist sehr gut. Aber erstmal Leichenfledderei. So, 56 Gold, das ist sehr schön. Ich glaube, theoretisch wäre man zu dieser Zeit schon ein gemachter Mann mit 65 Gold. So, na Mann! Also ich muss mir das angewöhnen, mit links die Kamera zu bewegen. Da ist der Strudel, ja, da wollen wir hin. Okay. So, was haben wir noch alle? Ein paar Leichen. Okay, also die Dämonen waren anscheinend sehr fleißig hier. Und da ist noch eine. Okay, dann speichern wir mal. Mitten in der Luft. War geil, voll Matrix-Style hier. So, alles klar. Da feuerst du jetzt mal da drauf. Kann ich eine Reihenfolge machen? Nee. Ja, so. Auf dem Hügel. Er greift uns aus der Distanz an. Was für ein Hügel? Ach, der da oben. Hui. Oh Gott, oh Gott. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Wo ist mein Leben? Ist das mein Leben? Das ist mein Leben, glaube ich, ne? So. Also wir haben hier, das haben wir gerade benutzt, dann machen wir wieder einen Kettenblitz. Blitz! Easy peasy! Lemon squeezy! Wir bashen einfach mal ein bisschen. Und wir ganz schön mit einstecken. Und zack. Geschockt. Alles gleich hin. So. Okay, da hinten will ein bisschen aufmucken. Oh Gott, die Steuerung! So, müssen wir erstmal zurechtfinden. Ja, weil ich bin jetzt, obwohl ich das vor 2-3 Jahren gespielt habe, Dragon Age 2, bin ich noch voll an die Steuerung gewöhnt, weil mit Leertaste, mit links habe ich die ganze Zeit die Kamera bewegt, mit Leertaste bin ich in diesen Kampfmodus gegangen, das Ding zu pausieren. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen jetzt hier. Ja, alles klar, ich sind nur ein paar Leichen zu flüttern. Hey, schade, dass die Dämonen nichts fallen lassen. Habe ich jetzt ein Inventar? Ja, jetzt habe ich ein Inventar. Interessant, das können wir uns auch mal angucken. Guck mal, ich habe sogar ein Helm. Das sieht ja scheiße aus. Söldnerharnisch. Ah, das sind die Sachen, die ich habe. Das habe ich momentan an. Und das ist doch viel besser. Hat bessere Rüstung. Dann nehmen wir das mal. So. Und wir nehmen die Kapuze. Sieht zwar scheiße aus, aber es hilft erstmal. So, Lord Helmchen, auf geht's. Weiter zu. Ah! Rechtsklick. So. Kommt Cassandra überhaupt mit? Ja, sie ist da. Okay. Wow. Sie kommen aus der Bresche. Okay. Gut, dann können wir. Also, ich werde noch sehr oft hier springen, glaube ich, am Anfang eines Kampfes. Erstmal einen Kettenblitz dahin. So, warte. Blitzfeuer. Stecke einen Gegner in Brand und versetze ihn in Panik. Ah, jetzt ist es schon weg. Schade. Okay. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Ja, erstmal die Fernkämpfer eigentlich, ne? Guck mal, der da hinten muckt auch auf. Oh, das ist eine nice Pose. Das liebe ich halt an diesem Kampfsystem. Weißt du, jede Pose hier sieht aus wie hier Matrix oder so. Nein, nicht springen. Du sollst bitte angreifen. Nein, nicht springen. Oh Mann. So, einfach angreifen, komm. Einfach Autotext. So, kein Problem. Was macht Cassandra? Cassandra? Alles okay, Cassandra. Ach, egal. Ist halt. Ne, ach, da hinten ist er. Ja, dann gehen wir da mal auch hin. Oh, die hat ein bisschen Probleme. Gut, dann kloppen wir da was drauf. Jawohl. Na, nicht springen. So, und noch ein bisschen Feuer. Feuer! Ach, den halt nicht. So, er lebt ja noch. Alfredo. Er ist in Panik, das nutzen wir aus. Komm, einmal noch. Zack. So, Cassandra, ich habe gehört, du brauchst ein bisschen Hilfe. So, blitzi blitz. Jawohl. Ein paar Autotags. So, kein Problem. Ja, komm. Jetzt stirbt er mal. Ach, da steht noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Hat sich schon der Baum versteckt, der Junge. So, und Matrix. So, einmal so. Und dann. Paff. Nein, nicht springen! So. Komm, mach doch mal was. Ach, der ist tot.
Ja, ja, steh im Feuer, Cassandra. Ist gut so. So. Sö mit Ö. Komm hier, was blöd. Warum lasst ihr nichts fallen, die Leute? Ich will ein bisschen Loot haben. Mensch. So, Lord Helmchen, auf geht's. Müssen wir da. Ah. Also entweder stelle ich die Steuerung um oder ich muss mich dran gewöhnen. Wir nähern uns dem Riss. Man kann die Kämpfe schon hören. Okay, also ich höre nichts. Das werdet ihr gleich sehen. Wir müssen ihnen helfen. Gibt's ja gleich hier so episch Bossfight wie im ersten, wie im zweiten Teil. Anscheinend nicht, aber wir helfen dir mal. So, erstmal Lage sondieren. Also wir haben da einen. Ach, drei Gegner. So, erstmal da einen raufkloppen. Nicht. Nein! Nicht springen! Ach Mann! So. Sagt jawohl. So, dann hier noch ein Feuer. So, wir nehmen ein bisschen zu viel Schaden. Einfach draufkloppen. Erstmal den wegmachen. So, dann nochmal ein Blitzi. Wow! Oh, Marek! Den kann ich noch. Hey, bevor noch mehr hindurchkommen! Oh, die wissen anscheinend, was Sache ist. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Das ist ganz allein euer Verdienst. Ich würde es. Ich habe dieses Ding geschlossen? Wie? Welche Magie auch immer die Bresche am Himmel geöffnet hat, hat auch dieses Mal auf eurer Hand hinterlassen. Ich hatte schon vermutet, dass das Mal fähig ist, die Risse zu schließen, die sich infolge der Bresche geöffnet haben. Und anscheinend hatte ich recht. Was bedeutet, dass es vielleicht auch die Bresche selbst schließen könnte? Ja, vielleicht. Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Gut zu wissen. Und ich dachte schon, wir würden für alle Zeiten bis zum Arsch in Dämonen warten. Das ist Varric, genau. Schurke, Geschichtenerzähler und bisweilen auch unerwünschter Weggefährte. Schön, euch kennenzulernen, Herr Varric. Es freut mich, euch kennenzulernen, Varric. Das werdet ihr im Laufe der Zeit womöglich anders sehen. Oh, ich bin mir sicher, so wir werden im Tal noch die allerbesten Freunde, Grießkram. Vergesst es. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, Varric, aber... Wart ihr in letzter Zeit mal im Tal, Sucherin? Eure Soldaten haben dort nicht länger die Kontrolle. Ihr werdet mich brauchen. Ach. Da wir gerade alle dabei sind, uns miteinander bekannt zu machen. Mein Name ist Solas. Es freut mich, dass ihr noch am Leben seid. Was er meint ist, ich habe verhindert, dass euch dieses Mal tötet, während ihr geschlafen habt. Dann danke ich euch. Dann schulde ich euch meinen Dank. Ihr könnt mir danken, wenn es uns gelingt, die Bresche zu schließen, ohne euch dabei zu töten. Cassandra, es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Die Magie, mit der wir es hier zu tun haben, ist mit nichts, was ich kenne, vergleichbar. Eure Gefangene ist zwar eine Magierin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Magier eine derartige Macht besitzt. Ich verstehe. Wir müssen so schnell wie möglich das vorgeschobene Lager erreichen. Ja, Bianca ist schon ganz aufgeregt. So, alles klärchen. Also wir besitzen die große Macht, das Ding da oben zuzumachen anscheinend. Wir müssen uns beeilen. Ja, aber das machen wir nicht in dieser Folge. Oh, guck mal, wir haben hier ein paar neue Gefährten. Das machen wir nämlich, wenn in der nächsten Folge, weil ich habe jetzt momentan nur Zeit, eine aufzunehmen. Guck mal, wie schön sie da steht. Hier, guck mal, nochmal Matrix. Wusch. Zack, die Bufti. Ja, ich werde auf jeden Fall mal an den Grafikeinstellungen ein bisschen schrauben, weil in den Zwischensequenzen ruckelt das doch ganz schön und ich glaube, das hat ein bisschen was mit den Ultra-Einstellungen zu tun. Deswegen werde ich da wahrscheinlich irgendwo ein bisschen die Grafikqualität ein bisschen runterschrauben. Aber das soll es für die erste Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Schreibt, wie eingangs erwähnt, schreibt in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Also das gleiche wie immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, haut rein!